Marco Seiler heute die einzige Spitze bei den Lilien. 10-Tore-Mann Dominik Strohengel wegen einer Überlastungsreaktion im Fuß nicht einsatzfähig. Herber Schlag für Trainer Dirk Schuster und die 98er. Darmstadt in Orange von rechts nach links mit Da Costa in der Startformation für Strohengel. Da Costa allerdings als klassischer Zehner aufgeboten. Ballverlust von Korte, dann Gondorf, Seiler und da ist Elton Da Costa. 2 Minuten gespielt, ordentlicher Beginn der Hessen. Die am Mittwoch ja diesen tollen Auftritt gegen Schalke hinlegten, Pokalspiel verloren, aber Ansehen gewonnen und offensichtlich auch weiteres Selbstvertrauen. Denn die Lilien spielen mutig nach vorne in Saarbrücken. Foul an Marco Seiler. Nach einem rustikalen Einsteigen von Tim Knipping, der aber keine gelbe Karte sieht. Freistoß für Darmstadt, das ist auch eine Sache für Elton Da Costa. Knappe 10 Minuten sind hier gespielt. Die Lilien sind in Saarbrücken das spielbestimmende Team. 3 Minuten nach dieser Freistoßchance. Ivana. Die Situation scheint geklärt, aber Berzel, er kämpft, holt sich den Ball. Berzel und dann Da Costa, Tor, 1:0 Darmstadt. 11. Spielminute, Saarbrücken offensichtlich noch auf der Suche nach Kopfballungeheuer Strohengel. Keiner achtet aber auf Da Costa und der macht völlig frei seinen ersten Saisontreffer. Saarbrücken-Coach Milan Sasic, schon früh mit ersten Hitzewallungen. Sein Team am Mittwoch noch mit der Pokalüberraschung gegen Zweitligist Paderborn. Heute bisher von der Rolle. Darmstadt drückt regelrecht im Stadion des Gegners. Der FCS kontert plötzlich mit Ratgeber, Ex-Offenbacher Kickers. Ratgeber auf Schneider. Der Ausgleich ist es nicht. Arthur Schneider beim Pass von Thomas Ratgeber. Ganz knapp im Abseits, aber es ist eine korrekte Entscheidung. Dieses kurze Saarbrücker Lebenszeichen ändert aber nichts daran, dass die Lilien das bessere Team sind. Der Ball läuft gut und sehr direkt. Seiler. Ivana. Und dann ist wieder Elton Da Costa da. Der Brasilianer, torgefährlichster Mann auf dem Platz. Er macht den Ausfall von Dominik Strohengel fast vergessen. Milan Sasic mittlerweile richtig heiß gelaufen. Kein Wunder, dass da eben die Jacke weg musste. Dirk Schuster hält sich angesichts der Sasic'schen Eruption eher vorsichtig im Hintergrund. Das Spiel verflacht danach zusehends, was auch daran liegt, dass Saarbrücken sehr hart einsteigt. Wie hier Tim Kruse gegen Marco Seiler, knallhartes Foul. Die gelbe Karte dazu aber sucht man vergeblich. 0:1 zur Pause. Nach dem Wechsel bieten beide Teams alles andere als fußballerische Haute Couture. Das Spiel ist schwach. Heller. Der schickt Stegmeier. Stegmeier. Und weil sonst nichts geboten wird, ist dieser Schuss in die zweite Etage schon ein Highlight. 53 Minuten vorbei. Das sinkende Niveau auf dem Platz bleibt auch dem Fachpublikum nicht verborgen. Die Eintrittskarte hat sich bis hierhin alles andere als amortisiert. Saarbrücken seit 7 Spielen sieglos, hat überhaupt keine Idee. Sulu, faul an Hoffmann. Aber das Ganze klar vor dem Strafraum. Deswegen kein Straf, sondern nur Freistoß für den FCS. Korte steht bereit. Aber die Geschmacksrichtung bleibt mangelhaft. Die Lilien, so gut wie sie zu Beginn des Spiels waren, tragen auch nichts Erhellendes mehr bei zum Spiel. 1 Stunde gespielt. Sulu. Da Costa auf Heller, auch das nicht zielführend.
Saarbrücken ist, wie schon in den letzten Wochen anzumerken, dass unheimlich viele Stammkräfte fehlen. Es ist fast das letzte Aufgebot, das auf dem Platz steht. Mit Martin Forkel sitzt sogar ein etatmäßiger Jugendtrainer aushilfsweise auf der Bank. Ecke für die Gastgeber. Fast alle Standards getreten. Von Korte mit der Nummer 13 rechts. Und dann Knipping. Saarbrücken verfügt über die zweitschlechteste Offensive der Liga. Noch 20 Minuten. Darmstadt hat nach einer 1:0-Führung in dieser Saison immer gewonnen. Foul von De Velan Gondorf. Darmstadt führt den Freistoß richtig schnell aus. Plötzlich ist Heller da. Der sieht Behrens. Da Costa! Bezeichnend, dass die erste richtig gute Torchance in der zweiten Halbzeit am Ende ein Zufallsprodukt ist. Der schnell ausgeführte Freistoß, Heller mit dem guten Auge für Hanno Behrens und am Ende klasse Reaktion von Timo Ochs. Die direkt anschließende Ecke, Ivana. Auf Zulu. Szene aber wegen eines Fouls abgepfiffen. Noch 10 Minuten. Saarbrücken riskiert jetzt mehr, ohne dabei zu guten Chancen zu kommen. Hoffmann. Kreuz. Und dann Falkenberg. Weiter 0:1. Das Spiel an sich lebt fast nur noch von der Spannung, nicht mehr vom Inhalt. Knipping. Foul an Zulu. Zimmermann und Sirigu aufgebracht. Man kommt sich näher. Rudelbildung. Es ist ein rüdes Foul von Tim Knipping an Kapitän Zulu. Am Ende gelb für den Streithahn Sirigu und den Foulspieler Knipping. Dann schon die Schlussminute. Saarbrücken weit aufgerückt. Die Viererkette aufgelöst. Platz für die Lilien. Ivana. Ivana mit der Entscheidung? Nein! Völlig verrissen dieser Schuss. Der Ball wird immer noch im benachbarten Frankreich gesucht. Danach aber ist Schluss. Die Lilienfans feiern einen 0:1 Auswärtssieg trotz mäßiger Leistung ihres Teams. Aber genau so bleibt man obendran, auch dank des Mannes, mit dem heute niemand gerechnet hat. Der Torschütze, Elton da Costa.